Herzlich willkommen zu Andis Garten. Heute ist der 7. Februar und ich fange heute mit der ersten Aussaat an. Ich ziehe heute mal vor Paprika. Da habe ich zwei Sorten. Einmal die Yellow Wonder B und einmal die rote Augsburger. Und die möchte ich schon mal bald vorziehen. Und ich habe mir letztes Jahr von Tomaten aus dem Supermarkt mal Saatgut entnommen. Und die möchte ich heute auch schon mal ausprobieren vorzuziehen. Die gekauften, da warte ich noch bis März. Das sind einmal bei mir hier die Cocktail-Ristentomaten. Das sind diese hier. Und einmal die Ristentomaten, das sind die hier. Die habe ich, wie gesagt, selber die Samen entnommen und werde sie heute mal auch mit aussehen, um einfach mal zu schauen, ob das jetzt schon Anfang Februar mit dem Vorziehen was wird. Falls es nichts wird, ist nicht schlimm. Ich habe hier genug Saatgut da. Also ich kann dann im März immer noch anfangen mit der Voranzucht. Wir sind hier in meiner Werkstatt. Wie ihr vielleicht sehen könnt, es ist kühl. Ich habe aber einen Ofen am Laufen und der sollte das Ganze hier eigentlich jetzt ziemlich schnell aufheizen. Wir haben 5 Grad. Das ist ziemlich kalt und ich nehme euch jetzt mal mit bei die Anzucht. Meine Pflanzerde, die bringe ich jetzt schon mal ein. Natürlich kommen die Tomaten und die Paprika bei mir zum Anziehen auf die Fensterbank. Dort haben sie dann 25 Grad und da können sie am besten keimen. Mit der roten Augsburger an. Also hier sind auch nur 7 Körner drin. Für den Preis, naja. So, die lege ich jetzt, wie ihr seht, in einem Abstand von 2-3 cm ungefähr hier rein. 3 Stück. Das sind jetzt die Yellow Wonder Paprika. Davon habe ich 4 angesät. So, jetzt kommen die Cocktail-Ristentomaten. Wenn die nix werden oder wir vergeilen oder wie auch immer, ist nicht schlimm. Ich habe davon noch genug Saatgut, wo ich sagen kann, nach. So, 1, 2, 3, 4, 5. Das langt den Fall. Den Platz habe ich für 5 Tomaten eh nicht, wenn die alle aufgehen sollten und was werden sollten. So. Und jetzt kommt noch die ersten Tomaten. Sehe ich auch ein paar mehr aus. Und ich habe schon meinen Freunden gesagt bekommen, dass ich ihnen Pflanzen geben soll. Und dann bekommen die natürlich welche. So, jetzt bedecke ich die Samen mit 1 cm Erde.
an. Jetzt habt ihr die Aussaat gesehen. Ich werde euch dann in folgenden Schritten dann zeigen, okay, wie viele Wochen sind vergangen, was ist passiert, und dann sieht man sich bald wieder. Erstmal ein kleines Update zu meinem Pflanzvideo. Die Tomaten sind mir leider vergeilt, die habe ich nochmal rausgemacht und habe dafür jetzt Paprika nachgesät von den roten Augsburgern und hoffe, die kommen noch. Ich habe die jetzt erstmal unten auf die Heizung gestellt und mal schauen. Das wird ja so angepriesen, man soll, wenn nach Möglichkeit, an die Heizung oder auch sogar auf die Heizung. Und weil ich eben einkaufen war und ich was gesehen habe, wo ich nicht widerstehen konnte. Das kennt ihr bestimmt, wenn ihr im Supermarkt einkaufen geht und seht auf einmal Saatgut für recht günstiges Geld, dann nehmt ihr auch mal ein paar Packungen mit. Und jetzt zeige ich euch mal, welche ich geholt habe. So, einmal Zwiebel. Sieht mir sehr nach Gemüsezwiebel aus. Dann nochmal Tomaten. Cherrytomaten. Tomatenpaprika. Habe ich noch nicht gesehen und auch nicht gehört. Mal ausprobieren, ob es was wird. Die habe ich übrigens auch nachgepflanzt. Unten, wo die Tomaten drin waren. Und nochmal Zuckermais.